Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da am Start seid. Im heutigen Video geht es um das Thema Basic-T-Shirt. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich natürlich riesig, dass ihr nach dieser kurzen Pause wieder auf jeden Fall eingeschaltet habt. Heute ein sehr, sehr cooles Thema, und zwar das Thema Basic-T-Shirts. Wer kennt es nicht? Jeder sucht so quasi sein perfektes Basic-T-Shirt. Und ich habe das Ganze heute für Relaxed-Fit-T-Shirts quasi zusammengesammelt. Ich habe 7 verschiedene Marken am Start. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an, was dabei ist. Preistechnisch habe ich auch alles so zwischen 6 und 60 Euro. Also das eine kostet 6, das billigste, und das teuerste kostet um die 60 Euro. Aber das Ganze gehen wir noch detailliert durch. Ich habe verschiedene Marken, coole Marken im Start. Und jeder einzelne von den Marken wirklich kann ich euch eigentlich wärmstens empfehlen. Was derjenige dann im Laufe der Zeit für sein Basic-T-Shirt ausgeben möchte, finden wir jetzt heraus. Deswegen fangen wir an mit T-Shirt Nummer 1. So Leute, T-Shirt Nummer 1, natürlich fangen wir mit dem günstigsten an. Ich habe das Ganze nicht nach Preisen geordnet, aber in dem Fall fangen wir einfach mal mit dem günstigsten an. Und das gibt es meiner Meinung nach bei H&M. Es mag sein, dass es noch günstigere T-Shirts gibt, aber ich habe jetzt in meiner Auswahl das günstigste genommen, und das ist von H&M. Für 6 Euro ist ein gutes, grundsolides T-Shirt. Für 6 Euro hat Relaxfit, wie das Ganze schon heißt. Das T-Shirt heißt auch ehrlich gesagt Relaxfit Tee. Aber ist ein gutes T-Shirt, kein überragend sehr gutes T-Shirt. Man merkt es daran einfach schon, für 6 Euro darf man auch nicht allzu viel verlangen, weil das Ganze einfach sehr dünn gehalten ist. Das T-Shirt wirklich ist nicht wirklich hundertprozentig wickdicht. Man kann da ganz leicht durchschauen, also dementsprechend natürlich dadurch, dass das Ganze ein bisschen relaxter geschnitten ist, fällt das Ganze ein bisschen lockerer. Man sieht auch nicht quasi jedes Tattoo, aber ich bin da nicht so der riesige Fan von. Trotzdem kann ich euch sagen, für 6 Euro wirklich ein cooles T-Shirt. Was mir natürlich im ersten Moment nicht gefällt, ist die Länge. Der Schnitt ist wirklich nicht optimal. Das T-Shirt ist im Vergleich zu den anderen T-Shirts, die meiner Meinung nach ein bisschen moderner geschnitten sind, ticken zu lang. Aber ich blende euch das Ganze natürlich auch mal ein, wie das Ganze fittet. Preise, Links findet ihr wie immer unter der Infobox. Und ist trotzdem für 6 Euro eigentlich kein schlechtes T-Shirt. T-Shirt Nummer 1 von H&M. So Leute, machen wir weiter mit T-Shirt Nummer 2. Und was ich beim ersten T-Shirt vergessen habe zu sagen, ist, alle T-Shirts sind in der gleichen Größe. Alle T-Shirts sind eine Size Medium. Also dementsprechend alle vergleichsweise gleich gehalten. Hier T-Shirt Nummer 2. Und das ist das berühmt-berüchtigte Great T-Shirt von Weekday. Man merkt schon im Vergleich zu dem H&M T-Shirt, es ist deutlich, deutlich dicker. Hat einen wirklichen angenehmen Stoff. Und das ist zum Beispiel auch kein neues T-Shirt. Dementsprechend kann ich euch hier schon mal sagen, dass das Ganze sich eigentlich auch nicht verzieht. Ist wirklich ein gutes, solides T-Shirt, was ihr immer wieder aus eurem Kleiderschrank rausholen könnt. Das hier ist zum Beispiel, habe ich mir schon mal vor ein paar Monaten gekauft. Trotzdem habe ich es in dem Video mit reingenommen, weil es wirklich immer aktuell da ist bei Weekday. Und in dem Fall habe ich es halt einfach da. Muss ja nicht immer alles neu kaufen. Ich habe aber verschiedene neuere T-Shirts dabei. Great T-Shirt, sehr, sehr nice. Was mir im Vergleich zu den anderen T-Shirts nicht gefällt bei einem Great T-Shirt, erstens mal der Fit. Jetzt sagt der Hurl, ist doch ein super T-Shirt. Der Fit ist im Vergleich zu den anderen T-Shirts einfach nicht optimal, weil es zum Beispiel bei mir nicht optimal fittet. Es wirkt so ein bisschen kastenmäßig. Dazu kommt einfach, dass der Kragen, finde ich persönlich, nicht schön gewählt ist. Er ist auch so ein bisschen labberig, er steht so ein bisschen komisch, aber trotzdem kann man sagen, es ist eigentlich ein gutes, solides T-Shirt. Und vor allen Dingen, wenn es mir nicht steht, heißt noch lange nicht, dass es euch auch nicht steht. T-Shirt Nummer 2 von Weekday. Ihr könnt euch natürlich alle selber darüber eure Meinung bilden. Für mich ein sehr gutes T-Shirt, aber nicht Optimus Prime. Dementsprechend T-Shirt Nummer 2 von Weekday. So Leute, dann kommen wir zu T-Shirt Nummer 3. Und T-Shirt Nummer 3 ist von Zara. Für rund 20 Euro, muss ich sagen, schon ein bisschen so ein kleiner Geheimfavorit. Obwohl ich sagen muss, nicht alles, was bei Zara da ist, scheint auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr oft von Zara-Sachen enttäuscht. Aber in dem Fall muss ich sagen, es ist ein sehr cooles T-Shirt. Stoff. Technisch optimal gewählt, nicht zu dick, nicht zu dünn. Von der Verarbeitung sehr, sehr cooles T-Shirt. Die Farbe ist ein bisschen eierschalenmäßig, trotzdem sehr solide. Und ich kann euch sagen, das ist schon von den ganzen T-Shirts eins meiner Favorites auf jeden Fall. Für 20 Euro macht man da auf nichts verkehrt. Natürlich würde ich euch empfehlen, guckt euch das Ganze an, wie das Ganze dann gewaschen aussieht. Das ist immer eine Frage, weil man hat bei den günstigen T-Shirt-Anbietern, also bei diesen Fast Fashion Firmen wie H&M, Zara, Uniqlo etc. immer wieder das Problem, dass solche Sachen sich nach dem Waschen relativ schnell ziehen und nach dem ersten Waschen nicht mehr so sitzen, wie sie eigentlich quasi neu aussahen. Das ist wirklich immer wichtig, dass ihr darauf achtet. Da kann ich euch leider nichts berichten. Das T-Shirt ist noch nagelneu.
Dementsprechend trotzdem eine dicke Empfehlung, weil es von dem ersten Moment wirklich sehr, sehr cool ist und sehr gut gemacht ist. Natürlich auch hier wieder die Bilder. Bildet euch auch ein mit meinem T-Shirt Nummer 3 von Zara. So Leute, dann T-Shirt Nummer 4. T-Shirt Nummer 4, und ich muss mich nochmal berichtigen, ist mit Abstand das teuerste T-Shirt. Ich habe gedacht, ich hätte nur bis 60 Euro dabei. Jetzt fällt mir gerade auf, das ist natürlich noch teurer, viel, viel teurer. Und zwar ist das von Ami Paris. Ihr habt hier zum Beispiel so ein ganz kleines A drauf. Trotzdem ist es ein Basic-T-Shirt. Und ich muss euch sagen, davon kann ich euch eigentlich abraten. Ihr zahlt hier auf jeden Fall den Namen, ihr zahlt hier auf jeden Fall die Brand. Aber von dem Rest muss ich sagen, für mich persönlich ist es das nicht wert. Das Material, ihr merkt natürlich, wenn ihr das T-Shirt in der Hand haltet, es ist deutlich was anderes zu den anderen T-Shirts von dem Material her. Aber ich muss sagen, mich persönlich hat das T-Shirt im Laufe der Zeit wirklich enttäuscht, weil ich habe es jetzt auch schon ein bisschen länger und das Ganze sitzt einfach nicht optimal. Und vor allem für den Preis, und ich glaube, das sind so um 160 Euro, ist es das auf jeden Fall nicht wert. Denn davon kann ich euch auf jeden Fall abraten. Nicht, dass die Marke nicht gut ist, aber ich finde persönlich, ein Basic-T-Shirt sollte einen gewissen Preisrahmen nicht übersteigen. Und dementsprechend habe ich es einfach mit reingenommen, weil das Ganze einfach auch ein negatives Beispiel sein kann. Wenn ihr natürlich für solche Marken gerne Geld ausgeben möchtet, könnt ihr das machen. Es geht aber in dem Fall jetzt einfach nur um Basic-T-Shirts. Da kann ich euch sagen, eigentlich eher weniger würde ich euch das empfehlen. Nehmt einfach eine günstige Variante und dann seid ihr auf jeden Fall auf langfristig gesehen viel glücklicher mit als mit sowas hier. Es sitzt einfach komisch bei mir, ihr seht das Ganze auch und ja, ich habe es halt, aber nochmal kaufen würde ich es mir auf jeden Fall für das Geld auf jeden Fall nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich gerne an euch weitergebe und dementsprechend sagen muss, leider nein. So Leute, T-Shirt Nummer 5 ist von Uniqlo und das ist diese Arisen Relaxed Variante. Wie gesagt, ich blende das Ganze ein, ich kann mir nicht von allen T-Shirts alles behalten, wie das Ganze heißt. Aber es ist eigentlich ein gutes, solides T-Shirt. Für 15 Euro macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Materialien ist auf jeden Fall gut, wirkt sehr, sehr angenehm auf der Haut, hat auch einen coolen Fit, wobei ich das Ganze nicht so extrem feiere. Und das haben diese beiden T-Shirts einfach, ich hänge das Weiße einfach mal weg. Und zwar sind die Ärmel so ein bisschen schlauchmäßig und für mich auch ein Ticken zu lang. Trotzdem ein gutes, solides T-Shirt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn die Richtung Ellenbogen gehen, die T-Shirts oder quasi sogar schon darüber. Wobei andere das wiederum feiern. Ich persönlich mag es nicht so sehr. Wirkt so ein bisschen schlauchmäßig am Arm. Trotzdem ein cooles T-Shirt. Ihr müsst es für euch einfach anprobieren. Für 15 Euro eigentlich eine gute Möglichkeit, da quasi Schnapper zu machen. Und vor allen Dingen, das ist halt basic. Gibt es auch in verschiedenen Farben von Uniqlo. Auf jeden Fall solide. Und die Fits habt ihr gesehen. So Leute, dann kommen wir zu Peer of God Essentials und auch die haben ihre eigenen Basics. In dem Fall ist das hier wirklich Peer of God Essential Basic T-Shirt. Die gibt es in einem Dreierpack. Das finde ich persönlich immer ein bisschen frech, weil runtergerechnet kostet dann das pro T-Shirt um die 50 Euro und das finde ich persönlich sehr, sehr teuer für diese T-Shirts. Trotzdem muss ich sagen, ich bin von dem Fit und von den Materialien sehr angetan. Für mich wirklich bis dato mein aktuelles Lieblings-T-Shirt, muss ich persönlich zugestehen. Ich habe mir diese Dreier-T-Shirts einmal gekauft und ich ziehe die einfach immer gerne an. Und vor allen Dingen, wenn man das Ganze wäscht etc. Es hält einfach die Qualität und vor allen Dingen hat einen super Fit. Eigentlich für mich persönlich das perfekte T-Shirt für mich. Also wie gesagt, ich sage das Ganze für mich. Euch kann das Ganze auch einfach nicht gefallen oder nicht stehen etc. Oder zu dünn sein oder sonstiges. Ich mag das einfach so, wie das Ganze ist. Fear of God Essentials, kennen wir ja alle, ist eigentlich eine grundsolide Marke, weil ich sagen muss, mittlerweile, und da habe nicht nur ich die Erfahrung gemacht, sondern mehrere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Sachen gibt es teilweise einfach nicht mehr zu kaufen. Ich weiß nicht genau, warum das Ganze hier in Europa nicht mehr verkauft wird. Es gibt noch weniger Händler, die das Ganze quasi vertreiben. Zum Beispiel Mr. Porter kriegt ihr das noch, Essence oder Farfetch, könnt ihr sowas noch bekommen. Aber zum Beispiel dieses typische bei Paxson in Amerika bestellen und einfach Deutschland liefern lassen oder Enclosing oder sonstiges. Die haben das Ganze aus irgendwelchen Gründen aus dem Sortiment genommen. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Ich kann euch nur sagen, dass es das aktuell leider nicht gibt. Aber generell mit den Fear of God Essential Basics macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt, außer ihr bezahlt natürlich einen teuren Preis, was ihr in anderen T-Shirts auf jeden Fall eigentlich auch am Start habt. So Leute, dann kommen wir schon zum letzten T-Shirt. Und ihr seht das Ganze, den meisten wird das bekannt vorkommen, und zwar sind das die Peso Raws vom lieben Justin. Es, muss ich sagen, hat mich schwer überrascht, das T-Shirt, und ich bin eigentlich kein Fan. Wie ihr seht, zum Beispiel das Ami Paris T-Shirt, würde ich fast sagen, ist fast genauso schwer,
aber die haben das wesentlich besser umgesetzt. Der Colorway, für mich persönlich schon eine 10 von 10, weil eigentlich will man dieses ganze Vintage oder Used Look etc. wirklich gern haben. Und dieses Stonewash Grey hier in dem Fall ist wirklich für mich ein perfekter Colorway. Es gibt das Ganze, und zwar ist das hier das Heavy Tee, auch noch als nicht Heavy Tee. Ist wirklich ein sehr, sehr schweres T-Shirt, aber man kriegt auf jeden Fall für den Preis auf jeden Fall ein gutes, solides T-Shirt. Kann man eigentlich nichts Negatives drüber sagen, außer der Preis. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, um die 60 Euro oder 55 Euro nagelt mich jetzt nicht fest. Ich lädt das Ganze natürlich ein. Muss man bereit sein dafür zu zahlen, für wirklich ein Basic-T-Shirt. Aber ich habe zum Beispiel kein gleichwertiges T-Shirt in der Qualität von anderen Herstellern im ersten Moment gesehen. Ich habe natürlich auch nicht alles durchgeschaut, aber eigentlich gutes, solides T-Shirt, wer gute Basics sucht. Und vor allen Dingen, wenn das Ganze so ein bisschen voluminöser, ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer sein soll, macht hiermit auf jeden Fall nichts verkehrt. Fit, Farbe, wie gesagt, wirklich eine 10 von 10, muss man ehrlich gesagt sagen. Denn ich will das Ganze wirklich auch ehrlich halten. Ich will hier niemanden irgendwie Honig ums Maul schmieren oder sonstiges. Das Ganze wird immer so angepriesen, als wäre es das Heftigste, das Beste und das Krasseste. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes T-Shirt. Da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Nur man muss dafür sich selber entscheiden, möchte man das Geld dafür ausgeben oder nicht. So Leute, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze gefallen. Das sind jetzt 7 T-Shirt-Varianten, die ich am Start habe. Ihr habt die Fits immer dazu gesehen. Alles mit der gleichen Hose, alle die gleiche Größe. Und entscheidet das Ganze für euch selber, welches T-Shirt euch anspricht oder auch nicht. Ich habe meine Meinung dazu geäußert. Ich kann, wie gesagt, unterm Strich jedes T-Shirt davon empfehlen. Nur teilweise habe ich euch das Ganze dann im Detail noch erklärt. Möchtet ihr Geld dafür ausgeben, möchtet ihr Marken bezahlen, möchtet ihr einfach ein einfaches Basic-T-Shirt haben, was gut, solide ist, etc. Und da habt ihr ein bisschen die Qual der Wahl. Tastet euch auf jeden Fall daran. Und ich kann euch sagen, wenn ihr ein gutes T-Shirt habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich sowas auch 2-3 Mal zu holen oder zu gucken, ob sowas auch in anderen Colorways am Start ist. Denn dann hat man auf jeden Fall immer was, was man solide aus dem Kleiderschrank rausnehmen kann und easy am Tag rocken kann dementsprechend. Ja, ich habe euch meine ehrliche Meinung mitgeteilt. Was ihr davon haltet, könnt ihr gerne in den Kommentaren unten zuspammen. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Lasst mich gerne eure Favorite Basic T-Shirts vielleicht fürs nächste Video nochmal wissen, falls ich davon noch ein paar Tour machen soll, sodass wir da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf andere Marken kriegen. Würde ich gerne machen. Aber ja, das sind so die Marken, auf die ich jetzt den Fokus in Sachen Relax-Tee auf jeden Fall gesetzt hatte. Wie gesagt, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würdet ihr mich riesig mit unterstützen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.